Ja, liebe Freundinnen und Freunde, etwas undankbar, da glaube ich, ist die Gegenrede zu halten. Trotzdem, im Ziel, denke ich, ist es Konsens. Wir sind nur der Auffassung, dass das Instrument nicht tauglich ist, das vorgeschlagen wurde. Wenn ihr schaut in den Antrag rein, sowohl das Ziel des Absatzes als auch des Antrags ist die Dämpfung von Mietpreisen. Wir erwähnen auch die Punkte niedrige Kappungsgrenzen und die Aufnahme von Bestandsmieten in den Mietspiegel. Das sind Instrumente, die wir für tauglich halten und diesem Ziel auch Beiträge zu diesem Ziel Beiträge leisten. Das Problem, was wir sehen, ist, dass mit der Kopplung an die oder faktischen Kopplung der Mietpreisentwicklung an die Inflationsrate in der jetzigen Systematik praktisch eine Einladung zur Mieterhöhung ausgesprochen wird. Die Inflationsrate ist heute niedrig, heute ist es attraktiv, sie kann auch mal höher sein. Das ist praktisch ein Zwang, die Miete regelmäßig dann zu erhöhen. Und liebe Freundinnen und Freunde, eine solche Einladung zur Mieterhöhung sollten wir tatsächlich ablehnen. Dankeschön. Vielen Dank, Martin.